Mittagspause für die Arbeiter eines Rindermastbetriebes. Was vor Jahren in der Landwirtschaft kaum vorstellbar war, ist hier zu etwas Alltäglichem, zu einem Bedürfnis geworden. Ein Beispiel, wie sich in unserer Republik die Arbeits- und Lebensbedingungen dank der Schöpferkraft aller Werktätigen ständig verbessern. So wie in unserer Landwirtschaft in den kommenden Jahren schrittweise und planmäßig an die Stelle traditioneller Produktionsverfahren industriemäßige Methoden der Produktion treten, so wird sich auch in gleichem Maße das materielle und kulturelle Lebensniveau unserer Bürger weiter erhöhen. Für unsere sozialistische Gesellschaft ist die industriemäßige Produktion auch in der Landwirtschaft die typische Art und Weise der Produktion. Das ist ein objektiv herangereifter, gesetzmäßiger Entwicklungsprozess. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die weitere Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion und die planmäßige Konzentration und Spezialisierung, die Herausbildung größerer spezialisierter Produktionseinheiten auf dem Wege der Kooperation. Um dabei einen wissenschaftlichen Vorlauf zu erreichen und die notwendigen Erfahrungen für die Leitung, Planung und Organisation der industriemäßigen Produktion zu sammeln, wurden in unserer Republik verschiedene Beispielsanlagen geschaffen. Entsprechend einem Auftrag der Partei der Arbeiterklasse entstand eines dieser Objekte für die Jungrindermast in Ferdinandshof, Kreis Ueckermünde. Es wurde abschnittsweise von 1967 bis 1969 in Betrieb genommen. Zu dem VEB Rindermast Ferdinandshof gehören drei Anlagen mit einer Kapazität von mehr als 21.000 Rinderplätzen. Das gesamte Objekt untergliedert sich in eine Aufzuchtanlage mit 6.700 Plätzen, in eine Mastanlage mit 13.175 Plätzen und in eine Pilotanlage mit 1.300 Mastplätzen, die der Mastanlage zugeordnet ist. Diese hohe Tierkonzentration verlangt völlig neue Maßstäbe bei der Leitung und Planung der Produktion. So entscheidende Voraussetzungen wie das Bereitstellen der Mastkälber und des notwendigen Futters oder die Abnahme der Mastbullen durch den Schlachthof müssen bereits während der Investitionsvorbereitung vertraglich gesichert werden. Geklärt werden diese Fragen in kameradschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und Genossenschaftsbauern mit dem Ziel, dass sie allen Partnern zum Vorteil gereichen. Dieses an Ferdinandshof angrenzende Gebiet Friedländer Große Wiese war bei der Standortwahl der Rindermastanlage ausschlaggebend. Durch umfangreiche Meliorationsmaßnahmen wurde die Grünlandbewirtschaftung intensiviert. Die Landarbeiter und Genossenschaftsbauern der Kooperation Friedländer Große Wiese produzieren heute das Futter industriemäßig. So liefert die kooperative Abteilung Pflanzenproduktion für die Bullenmast jährlich 400.000 Dezitonnen Welksilage. Das ist der Ertrag von etwa 2.300 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Die Bezahlung dieses Grundfutters erfolgt entsprechend der Qualitätseinstufung. Das Kraftfutter, 270.000 Dezitonnen jährlich, erhält der Mastbetrieb vertraglich vom Kraftfuttermischwerk Pasewalk. Die für die Aufzucht der Kälber benötigte Milch, das sind 61.000 Dezitonnen im Jahr, kommt aus der Molkerei Ferdinandshof. Etwa 200 sozialistische Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere des Bezirkes Neubrandenburg, liefern die 17.000 Kälber, die jährlich eingestallt werden. Abnehmer der anfallenden Gülle ist die kooperative Abteilung Pflanzenproduktion. Die Lieferung der 15.500 Mastbullen, rund 65.000 Dezitonnen jährlich, erfolgt an den Schlachthof Pasewalk. Die Kooperationskette wäre ohne den Handel unvollständig. Er sorgt letztlich mit dafür, dass die Rindfleischprodukte qualitätsgerecht auf den Ladentisch gelangen.
Alle diese horizontalen und vertikalen Kooperationsbeziehungen basieren auf langfristigen Verträgen und stehen im Mittelpunkt der Aufgaben des Kooperationsverbandes Rindfleisch, dem der spezialisierte Rindermastbetrieb angehört. In Ferdinandshof ist jeder Produktionsarbeiter für Grundmittel im Wert von durchschnittlich 300.500 Mark verantwortlich. Dieser Wert ist mehr als das Doppelte im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebetriebe. Die Konzentration der Tierbestände und der hohe Mechanisierungsgrad der Anlagen verlangen von jedem großes Verantwortungsbewusstsein und hohes fachliches Können. Die Erfahrungen zeigen, dass bereits vor Baubeginn eine systematische Qualifizierung aller künftigen Mitarbeiter eingeleitet werden muss. Im Rindermastbetrieb verfügen heute 88% aller Berufstätigen über einen Fachabschluss. Jeder achte Werktätige ist Absolvent einer Fach- bzw. Hochschule. Das Ziel des Betriebes ist es, dass bis 1973 jeder Beschäftigte der Produktionsanlagen einen Fachabschluss besitzt. Alle im Betrieb vorgesehenen Qualifizierungsmaßnahmen werden über die Kooperationsakademie realisiert. In der Aufzucht- und Mastanlage mit je einem Bereichsleiter arbeiten insgesamt 98 Zootechniker, 19 Brigade- bzw. Schichtleiter und 5 Technologen. Der hohe Mechanisierungsgrad in Ferdinandshof verlangt unter anderem den Einsatz von 13 Elektrikern und Schlossern, darunter 2 Meister. 2 Tierärzte und 10 Veterinärtechniker sind ebenfalls fest in dem Produktionsablauf verankert. Die hohe Tierkonzentration in den Anlagen erfordert einen wirkungsvollen seuchenhygienischen Schutz. Ein wesentlicher Bestandteil des Seuchenschutzes ist die Personenschleuse mit Umkleide- und Duschkabinen. Die vom Betrieb gestellte Arbeitsschutz- und Hygienebekleidung ist nach Arbeitsbereichen farblich differenziert. Sie wird nur innerhalb der Anlage getragen. Die beheizbaren Seuchenwannen, die von allen in das Objekt einfahrenden Fahrzeugen passiert werden müssen, gewährleisten auch im Winter einen sicheren seuchenhygienischen Schutz. In der Aufzuchtanlage dient die Ringstraße zum An- und Abtransport der Tiere. Die Übergabe von Futtermitteln und Hilfsmaterialien erfolgt an der Zaungrenze. Im Ergebnis der mehrjährigen industriemäßigen Rindfleischproduktion in Ferdinandshof können zahlreiche wertvolle Erkenntnisse vermittelt werden. In 8 dieser Dunkelställe mit je 840 Plätzen erfolgt die Aufzucht der Kälber, die ein Anfangsgewicht von etwa 45 Kilogramm haben. Sie werden hier in 130 Tagen zu Vormastbullen mit rund 150 Kilogramm Lebendmasse aufgezogen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden an die angelieferten Kälber unter anderem folgende Forderungen gestellt: Mindestgewicht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, frei von Erkrankungen, einwandfreie Gliedmaßenausbildung und Stellung, tierärztlich attestierte Seuchenfreiheit der Herkunftsbetriebe. Unmittelbar während und nach der Einstallung ist eine individuelle zootechnische und veterinärmedizinische Betreuung dieser Tiere erforderlich. So war es möglich, 1971 die Tierverluste unter 3% zu halten. Für die neu belegten Ställe besteht eine Quarantäne von 4 Wochen. Die Kälber werden in der 8-wöchigen Tränkmilchperiode in Einzelständen angekettet und kontaktarm auf Beton-Vollspaltenboden gehalten. Die zweite Aufzuchtperiode ist die Gruppenhaltung zu je 18 Tieren, ebenfalls auf Vollspaltenboden. Die Zwangs-B- und Entlüftung jedes Stalles erfolgt über 2 Klimablöcke. Die angesaugte Außenluft kann bedarfsweise vorgewärmt werden, wodurch der optimale Wert der relativen Luftfeuchtigkeit im Stall gewährleistet wird. Eine ständige Kontrolle der Schadgaskonzentration im Stall ermöglichen die in der Schaltzentrale installierten Gasmessaggregate.
Die Ausleuchtung der fensterlosen Stelle durch Leuchtstoffröhren erfolgt nur während der Stallarbeiten. Zur Fütterung werden Fremdfett angereicherte Frischmagermilch, Kälber- und Rinderpellets und Graswelksilage eingesetzt. Die Tränkmilch kommt über eine Pipeline von der Molkerei Ferdinandshof in die Milchaufbereitungsanlage, wo sie erwärmt und dicksauer gelegt wird. In diesem dicksauren Zustand gelangt sie bei mindestens 32 Säuregraden und 28 Grad Celsius aus Stapelwannen in die Milchverteilfahrzeuge. Im Stall wird die Milch über Dosiereinrichtungen in die Plastetränkeimer abgefüllt. Die pelletierten Kraftfuttermittel werden aus den Alusilos mit 20 Tonnen Fassungsvermögen und die Graswelksilage aus Hochsilos vom Typ HS09 über stationäre Fördereinrichtungen in die Futterzentrale gefördert. Dort werden die Verteilfahrzeuge befüllt. Eine Steuereinrichtung ermöglicht eine halbautomatische Dosierung und Beschickung. Mit dem Multicar wird das Festfutter im Stall in durchgehende Futtertröge verteilt und dosiert. Die Mechanisierung aller Arbeiten in der Aufzuchtanlage ermöglicht die Betreuung der 840 Tiere eines Stalles von nur zwei Arbeitskräften, je 6-Stunden-Schicht. Hohes fachliches Können, großes Verantwortungsbewusstsein und ständige Einsatzbereitschaft zeichnen die Mitarbeiter des Betriebes aus. Diese Spezialbauten für die Verteilfahrzeuge beispielsweise wurden durch neuere des Betriebes entwickelt. Die aktive Mitarbeit zeigt sich unter anderem auch darin, dass in den Brigaden regelmäßig Problemdiskussionen zu Fragen des Wettbewerbes um die Planerfüllung und die weitere Entwicklung des Betriebes geführt werden. Grundlage dafür bildet die monatliche Information durch die Betriebsleitung, unter anderem über Kosten- und Arbeitszeitaufwand sowie über Futterverbrauch. Zur Sicherung einer hohen Effektivität der Produktion ist die prophylaktische und therapeutische veterinärmedizinische Betreuung der Tierbestände von großer Bedeutung. Die veterinärmedizinischen Kräfte sind jeder Anlage direkt zugeordnet. Nach Ablauf der zweiten Aufzuchtperiode werden die Vormastbullen in die Mastanlage umgesetzt. Die Gewichtskontrolle und die Qualitätseinstufung erfolgen gemeinsam durch Vertreter der Kollektive aus der Aufzucht und der Mastanlage. Eine durchdachte Arbeitsorganisation ermöglicht es, innerhalb von 6 Stunden bis zu 1600 Tiere zu verladen und in die Mastanlage umzusetzen. Nach der Ausstallung reinigt eine spezielle Arbeitsgruppe des Betriebes die Stelle. Parallel zur Reinigung erfolgen Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten durch betriebseigene Reparaturkräfte. Alle Maßnahmen sind darauf gerichtet, die Serviceperiode auf das notwendige Minimum zu beschränken. Vor der Neubelegung erfolgt die Desinfektion. Diese Arbeiten werden vom Anlagentierarzt begutachtet. Hier in Ferdinandshof sind den Tierärzten nicht nur veterinärmedizinische Aufgaben übertragen worden. Sie sind für den gesamten Produktionsprozess mitverantwortlich und werden vollständig in die Leitung und Planung der industriemäßigen Produktion einbezogen. Erst nach der Freigabe durch den Tierarzt erfolgen die Umsetzung und differenzierte Aufstallung der Tiere, wie hier zum Beispiel von der Einzel- in die Gruppenhaltung. Verlassen wir nunmehr die Aufzuchtanlage, um den Produktionsablauf in der Mastanlage kennenzulernen. Hier werden die Vormastbullen nach dem Abladen durch ein desinfizierendes Klauenbad getrieben. Am Tag nach der Umstellung wird der bereits in der Aufzuchtanlage grob ausgewählte Bestand sortiert, um sehr schnell Ruhe im Stall zu bekommen. Kriterien für das selektive Aufstallen bilden Konstitution, Kondition und Gewicht sowie genotypische Merkmale. Für die auf diese Art entstehenden Gruppen sind differenzierte Fütterungs- und Betreuungsmaßnahmen vorgesehen.
Die Tiere werden in Laufboxen in Gruppen von 18 bis 25 Stück ebenfalls auf Betonvollspaltenbooten gehalten. In 9 dieser Ställe mit einer durchschnittlichen Kapazität von 1450 Plätzen werden die Bullen in 280 bis 300 Tagen von 150 auf 420 Kilogramm gemästet. Jeder Stallhälfte sind ein Kraftfuttersilo und 2 Hochsilos zugeordnet. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es richtiger ist, die Siloanlagen in Batterieform an der Anlagengrenze zu errichten. Über diese Schaltzentrale im Silohaus wird die vollmechanisierte stationäre Fütterungseinrichtung gesteuert. Die Handarbeit ist fast vollständig durch ein Mechanisierungssystem ersetzt worden. Die Arbeiter üben hier vorwiegend eine kontrollierende Tätigkeit aus. Die Welksilage wird im Hochsilo abgefräst und durch den Schacht abgeworfen. Unter Zusatz von pelletiertem Kraftfutter wird sie über Förderbänder in den Stall gebracht. Übergabestellen im Stall ermöglichen den Abwurf auf die im Betrieb entwickelten Bandfütterer. So wird ein Gemisch von Welksilage und Kraftfutter gleichmäßig über die Futterbänke verteilt. Die Entmistung beruht in der Aufzucht- und Mastanlage auf dem Fließmistprinzip. Der Kot wird durch den Spaltenboden in darunter befindliche Kanäle getreten und vermischt sich dort mit dem anfallenden Harn. Über einen Querkanal gelangt die Gülle jeder Stallhälfte zu einem Entnahmeschacht. Mittels Stickstoffpumpen wird die Gülle über eine Ringleitung, der beide Anlagen angeschlossen sind, durch Zerkleinerungseinrichtungen in 4 Großbehälter mit einem Fassungsvermögen von je 5000 Kubikmeter gedrückt. Unter Zusatz von Wasser erfolgt hier durch tangentiale Einstrahlung die Homogenisierung. Anschließend wird die Gülle verregnet, beziehungsweise ab Zapfstellen auf dem Feld mobil mit Gülletankfahrzeugen ausgebracht. Von entscheidender Bedeutung für den Produktionserfolg ist das Kontrollsystem. Hierbei werden der Gesundheitszustand der Tiere überwacht und insbesondere solche Primärdaten wie Gewichtszunahme, Futteraufwand, Tierbestandsentwicklung und Arbeitszeitaufwand erfasst, analytisch aufbereitet und danach im Kollektiv ausgewertet. Bei den Kontrollen hier in der Mastanlage gilt dem Arbeitsschutz besondere Aufmerksamkeit. Die Boxen dürfen nur zu zweit, bei Tieren über 300 Kilogramm Lebendmasse nur zu dritt mit einer entsprechenden Ausrüstung betreten werden. Bei der Überwachung des Gesundheitszustandes der Tiere wird dem Klauenzustand große Beachtung geschenkt. Klauenschäden werden sofort auf einem durch ein Neurekollektiv des Betriebes entwickelten Spezialtisch behandelt. Wie sieht nun das Produktionsergebnis im Vergleich zu den Aufwendungen aus? Die Arbeiter von Ferdinandshof erreichten eine durchschnittliche Produktion von 268 Kilogramm Rindfleisch je Stallplatz. Bei einem Arbeitsmaß von 270 Tieren in der Aufzuchtanlage und 725 Tieren in der Mastanlage ergibt sich ein Arbeitszeitaufwand von insgesamt 4 AKH für die Erzeugung einer Dezitonne Rindfleisch. Unter den Bedingungen der industriemäßigen Produktion wurde hier in Ferdinandshof die komplexe Anwendung der sozialistischen Betriebswirtschaft weiterentwickelt. Der gesamte Produktionsablauf erfolgt auf der Grundlage eines Produktionszyklogramms. Ja, die Vermarktung wird am Montag. Darin sind alle Aktivitäten des gesamten Jahres für jeden einzelnen Tag festgelegt. Eine entscheidende Voraussetzung für industriemäßige Produktion ist eine hohe Plandisziplin. Das bestätigte Zyklogramm muss mit der Präzision eines Uhrwerkes verwirklicht werden. Reinigung und Desinfektion einsetzen. Ich glaube, das wird nicht gehen. Die exakte Abrechnung jeder Produktionsstufe wird durch innerbetriebliche Verrechnungspreise gesichert. Mit folgenden Ergebnissen kann der VEB Rindermast Ferdinandshof,
die Effektivität der Produktion nachweisen. Dieser Kostensatz für die Bullenmast und die Grundfondquote von 782 rundet das Bild der Effektivität der industriemäßigen Rindfleischproduktion in Ferdinandshof ab. Die Ergebnisse der täglichen Arbeit spiegeln sich in gleichem Maße auch in angenehmen Arbeits- und Lebensbedingungen wider. Das Leben auf dem Dorf gleicht sich immer mehr dem der Stadt an, ein Ergebnis der industriemäßigen Produktion. Zahlreiche moderne Einrichtungen wie Kinderkrippe, Kindergarten und Schulneubau sind in Ferdinandshof ein Beweis dafür. Auch diese gepflegte Gaststätte gehört dazu. Doch kehren wir wieder in den Rindermastbetrieb zurück. Ein Kennzeichen der industriemäßigen Produktion ist, dass mit hoher Sicherheit große Partien landwirtschaftlicher Erzeugnisse bei gleichbleibender guter Qualität erzeugt werden. Bei einem solchen Produktionsumfang wird die Voraussetzung für die industrielle Vermarktung und Verarbeitung erfüllt. Die Schlachtkörpervermarktung trägt den objektiven Qualitätskriterien stärker Rechnung. Sie hebt die Vertragsbeziehungen zwischen dem Mast- und dem Schlachtbetrieb auf ein höheres Niveau. Die Qualität der abgelieferten Schlachtrinder aus Ferdinandshof spiegelt sich darin wider, dass 90% der Schlachttiere die Fleischqualitätsklasse 1 erreichen und die Schlachtausbeute über 59% liegt. 1972 werden im VEB-Rindermast über 65.000 Dezitonnen Schlachtrind produziert. Das ist ein entscheidender Beitrag, um dem wachsenden Bedarf der Bevölkerung gerecht zu werden. Der Rindfleischverbrauch pro Kopf der Bevölkerung erhöhte sich in den vergangenen 15 Jahren von 10,9 auf 22,2 Kilogramm. Das ist eine Steigerung um 112%. Damit zeigt sich eine Veränderung der Verzehrgewohnheiten zugunsten von Rindfleisch und Rindfleischprodukten. Es braucht hier nicht betont zu werden, dass die Ferdinandshofer und ihre Kooperationspartner auch künftig bestrebt sind, den Tisch der Bevölkerung noch reichhaltiger zu decken. Die Ferdinandshofer selbst sehen es aber auch als ihre Aufgabe an, die gewonnenen Erfahrungen bei der industriemäßigen Rindfleischproduktion an die sozialistische Landwirtschaft unserer Republik zu vermitteln. Die Erkenntnisse von Ferdinandshof sind bei der Vorbereitung neuer industriemäßig produzierender Rindermastanlagen ein wertvoller Erfahrungsschatz. Musik